Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich Fliesen schneiden und somit natürlich auch Feinsteinzeug richtig mit einer Flex bzw. auch mit einem Fliesenschneider bearbeiten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Die erste Möglichkeit mit einem Fliesenschneider ist wirklich super, wenn wir unsere Fliese einmal gerade von der Länge her etwas einkürzen möchten, beziehungsweise natürlich auch von der Breite her. In meinem Fall möchte ich das Ganze zum Beispiel um 10 cm von der Länge her kürzen und da haben wir oftmals bei so einem Fliesenschneider auch noch eine Skala hier vorne und auch einen speziellen Winkel. Bedeutet, daran können wir jetzt sofort diese 10 cm einstellen. Wenn dein Fliesenschneider so etwas nicht hat, dann am besten einfach mal einen normalen Meterstab und natürlich auch einen Bleistift zur Hand nehmen. Wir setzen das Ganze einmal hier außen an und machen uns bei 10 cm eine kleine Markierung mit unserem Bleistift. Bevor wir weitermachen, würde ich sicherheitshalber mal noch Handschuhe anziehen, da unser Schnitt danach relativ scharf ist und auch eine Schutzbrille schadet auf gar keinen Fall. Nicht, dass beim Brechen von der Fliese doch etwas von der Fliese wegspringt. Wenn alles passt, gebe ich meine Fliese mal in den Fliesenschneider rein, schaue, dass sie natürlich vorne auch gerade am Bein Anschlag ansitzt, nicht dass unsere Fliese jetzt etwas verdreht ist und ich achte natürlich auch darauf, dass mein Strich bzw. meine Markierung entweder jetzt direkt in der Mitte bei meinem Schneidrad hier unten sitzt oder natürlich auch hier vorne direkt mittig in der Führung. Damit meine Fliese übrigens nicht kippt, könnte ich jetzt entweder die Fliese mit einer Hand hier hinten noch etwas festhalten oder ich nehme natürlich irgendeine Erhöhung, welche genau darunter passt. Wenn wir es dann alles eingestellt haben, dann einfach mal mit dem Schneidrad hier vorne ansetzen. Da achte ich jetzt darauf, dass ich anschließend gleich etwas Druck auf mein Schneidrad gebe, indem ich den Hebel hier etwas nach unten drücke und dann gehe ich einfach mal schön gleichmäßig mit Gefühl über meine Fliese drüber, dass diese wirklich hier oben nur etwas angeritzt wird. Wenn der Ritz wirklich überall gleich ist, natürlich auch hier vorne bei unserer Kante und auch hier hinten bei der Kante, dann kann ich bei meinem Fliesenschneider einfach mal hier vorne hingehen und jetzt mit etwas Druck nach unten unsere Fliese auch schon schön ordentlich brechen. Das Brechen bei meinem Modell ist so einfach, da ich hier in der Mitte eine kleine Erhöhung habe bzw. eine kleine Brechkante und wenn ich dann natürlich Druck auf die Fliese drauf gebe, dann bricht diese auch wirklich schön in der Mitte, wo wir das Ganze angeritzt haben. Wie gesagt, diese Kante hier ist jetzt wirklich sehr scharf, da bitte nicht mit den Fingern einfach hinfassen, da schneidet man sich relativ schnell und falls du möchtest, könntest du auch noch einen Schleifstein zur Hand nehmen und einmal etwas über diese Kante drüber gehen, denn dadurch fasst du die an und kannst natürlich dich daran auch nicht mehr so leicht schneiden. Die zweite Variante ist mit einem Winkelschleifer und einer speziellen Diamant-Trennscheibe, die natürlich auch für Fliesen geeignet ist. Damit ist man deutlich flexibler und ich habe in meinem Fall zum Beispiel hier mal eine Ecke von der Fliese angezeichnet, habe das Ganze auf einen alten Hocker draufgestellt und natürlich auch den Schnitt jetzt etwas vom Hocker weggegeben. Danach kann ich einfach mit Sicherheitsschuhen nämlich auf meine Fliese draufsteigen. Dadurch ist das Ganze auch relativ stabil. Ziehe mir natürlich noch Gehörschutz an. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir mal mit unserem Winkelschleifer zuerst hier oben die Oberfläche sauber einschneiden. Und danach gehe ich noch ein zweites Mal durch und trenne die Fliese jetzt komplett durch. Würde ich nämlich von Anfang an die Fliese auf einmal durchtrennen, dann habe ich das Problem, dass sie am Ende hier hinten nur noch an einem kleinen Stück dranhängt und es kann sein, dass mir das Ganze natürlich ausbricht. Den Schnitt haben wir auf jeden Fall ordentlich hinbekommen, doch ich glaube, du kannst auch sehen, dass wir ab und zu mal solche kleinen Ausfransungen haben. Diese können wir leider mit einem Winkelschleifer einfach nicht vermeiden. Das Problem haben wir natürlich bei einem Fliesenschneider nicht. Doch du kannst natürlich wieder deinen Schleifstein einmal zur Hand nehmen und die Ecke noch etwas nachbearbeiten. Aber auf jeden Fall ist es auch wichtig, dass wir dann natürlich eine hochwertige Diamant-Trennscheibe haben und somit haben wir aber auch unsere Fliesen schon richtig geschnitten. Wenn du dir für zu Hause übrigens einen Fliesenschneider, so einen Schleifstein oder natürlich auch einen Winkelschleifer mit entsprechender Trennscheibe zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.